You're mad at me? Oh no, you're such a dumb hoe. When all you are is so-so. Do what you do best and look pretty. I hope I never have to see your face around the city. Cause you're just like a perk, you always bring me down. I try to stay away, but you're everywhere in town. All my friends are doing it, it's hard to disagree. That you just have a really bad influence on me. You fucking bitch, why'd you waste my time? You're a horrible person. I got one thing that you can... Guten Tag, wir sind Schülerinnen der HBL Alenze und haben heute den Medienwerkstatttag im Wissensturm besucht. Und unser heutiger Tag steht unter dem Motto Fastenzeit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Menschen auf der Landstraße in Linz zu fragen, ob sie fasten, was sie fasten und was eigentlich hinter dem Brauch steckt. Seit Aschermittwoch ist ja die Fastenzeit. Was halten denn Sie davon? Ja, ich finde das eigentlich sehr gut, dass die Leute wieder mal ein bisschen zur Ruhe kommen und das vielleicht auch ein bisschen fastend. Normalerweise heutzutage hält die Fastenzeit fast niemand und dazu gehöre ich auch. Ich finde es sehr gut, einfach, dass man sich ein bisschen reduziert. Ich finde es sehr gut, auch von der Ernährung, einfach ein wenig auf was verzichtet. Ich meine, ich tue es auch nicht durchgehend 40 Tage fasten, das mache ich nicht, aber ein wenig reduzieren, Alkohol reduzieren. Hallo, wie ist es euch ergangen? Ja, es war ganz nett. Ein bisschen anstrengend, weil viele Leute nicht stehen bleiben. Aber sonst haben schon ein paar coole Antworten gekriegt. Fasten die Leute? Nicht wirklich, die meisten nicht. Die wissen auch nicht wirklich, warum das die Fastenzeit entstanden ist. Und ja, sie sehen nicht so viel Sinn darin. Hiermit verabschieden wir uns, die Gruppe der HBL Alenzia. Und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß beim Fasten und frohe Ostern. Tag sah ich aus dem Fenster, jedes Jahr nur das gleiche Bild. Kinder, hier spricht Neptun. Der Clownfisch ist eindeutig das süßeste Tier der Welt, aber vergesst bitte nicht. Salzwasserfisch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Salzwasserfisch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Ganz genau. Ja, der Clownfisch ist ein wildes Tier. Nein, er wohnt nicht hier, ja, er ist falsch bei dir. Er hat keine Lust auf Aquarium, denn da schwimmt er nur dumm im Kreis herum. Unter Weihnachtsbaum passt das auch kaum. Dann wird Nemo krank und aus der Traum, denn ihn zu halten schafft man kaum. Er braucht klares, warmes Wasser in der Temperatur, wie im Korallenriff. Ja, so mag er es nur, er sagt es eh, Anemone ist, wo ich gerne wohne.